Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo Park, zu Lyko de Bar. Hier, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Mal haben wir hier angefangen, das Orang-Utan-Gebäude zu machen. Ich habe ein paar Tipps gekriegt und die waren gar nicht so schlecht. Werden wir mal gucken, dass ich da mal ein bisschen was mit umsetzen kann. Allerdings möchte ich erstmal hier das noch hier hin machen. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut aussehen könnte. Wenn da auch noch ein Holzding ist. Glaube ich. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. So. Genau, dann haben wir das schon mal. Dann wurde gesagt, dass das Haus gar nicht so schlecht aussieht, dass ich das Mandrillhaus auf jeden Fall nochmal ändern möchte. Oder müsste. Das werde ich auch noch machen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das offscreen mache oder ob ich das hier mit euch quasi zusammen machen werde. Und dann möchte ich jetzt als nächstes erstmal das Gebäude hier drehen. Das Orang-Utan-Gebäude. Und dann möchte ich das auch gerne hier hinten so drin haben. So ein bisschen weiter rein. So. Denn das war gar nicht so eine schlechte Idee, dass ich eventuell hier so ein bisschen was öffne. Und denn, wenn wir dann hier eine Barriere ziehen. Ich mache das jetzt einfach mal hier mit dem Glas. Gerne noch ein Stück länger. So quasi. Ich gehe das jetzt einfach mal so durch. Ziehe das noch ein Stück zurück. Und dann ist hier auch so, ganz genau. Stopp. Du bist dann Null-Fans natürlich. Sodass ich die Dinger hier ganz hochziehen kann. Und dann ist das natürlich hier One-Way und dann gerne in die andere Richtung. So dass wir dann hier die Möglichkeit haben, hier reinzugucken zu den Orang-Utans. Und die können sich dann hier ein bisschen entspannen. Das ist, glaube ich, gar keine so mega schlechte Idee. Und dazu kommt dann, dass wir hier den Weg dann dahin bauen. So. Und dann baue ich das mal hier so als Plaza davor. Ganz genau. Dann geht der Weg hier so lang. Können es ja so lassen, quasi. Und dann hier nochmal Raster. Ich glaube, je größer, desto besser ist das hier. Wenn ich hier so eine Art Plaza mache. Kann ich den noch breiter machen auf 10 dann? Tatsächlich. Wäre es cool, wenn ich das auch noch hier so verbinde? Ne, ist auch schon okay, ne? Und dann kann man hier noch Pflanzen reinmachen, sodass das nicht mehr ganz so gut, ganz so krass aussieht. Ganz genau. Und dann mache ich nämlich hier hinten die Seite weg. Und dann gucken wir nochmal, was Kalkstein hier hat. Kalkstein. Man kann auf jeden Fall irgendwie so einen Bogen da reinmachen. Eventuell auch einfach den hier. Oder? Ich kann den auf jeden Fall reinmachen. Ah, das geht da natürlich nicht. Nö, das ist okay. Lass das mal so. Oder mache ich den nochmal hier rein? Oder lasse ich das so? Mache ich das so hoch? So geht natürlich auch. Und da müssen die halt reinklettern. Das wurde auch gesagt, dass das bestimmt cool ist. Das, denke ich, ist glaube ich, auch ganz, ganz cool. Ich glaube, wir lassen das dann so. So, dann haben wir hier das Gebäude. Dann können die da rein und rausklettern. Und dann sind die hier drin in ihrem Gebäude. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann zirkelt der Weg hier draußen so rum. Lass uns mal kurz gucken, dass das funktioniert. Das ist dann hier das Außengelände quasi. Und dann führt das im Endeffekt hier bei den Mandrills, kommt man da wieder raus. Das ist, glaube ich, ganz cool.
Lass uns einmal kurz nach dem negativen Einfluss gucken. Da ist auf jeden Fall der Weg mit dabei. Wie sieht das aus, wenn ich dich lösche? Dann ist da immer noch ganz viel negativer Einfluss, ne? Sieht jetzt den Weg nicht so richtig, ja. Das ist ja blöd. Löschen wir das beides mal. Also erstmal brauchen wir hier Strom, ne? Ganz genau. Das kriegen wir ja dann jetzt hier mit einer Solarzelle. Das ist ja eigentlich gar kein Problem. Das Einzige, was so ein Problem ist, ist das hier. Weil da ist der Weg. So vielleicht dann. Ups. So höchstens. So kann man das eigentlich lassen, ne? Weiß nicht, ob dann hier negativer Einfluss ist. Aber hier ist auf jeden Fall Strom. Ist auch schon mal nicht schlecht. Strom und Wasser, das passt ja. Der geht dann hier natürlich so rum. Dann können die Mitarbeiter jetzt auch da lang gehen. Ah, vielleicht ganz gut. So. Dann lass nochmal das Gehege abstecken. Lass das gleich mal machen. Machen wir das mal hier mit. Also das hier ist ja klar. Das ist ja ganz klar. Und dann würde ich halt sagen, dass hier so das Gehege ist. Und wenn ich dann, wenn ich das hinkriege, ups, dann schaffe ich es vielleicht, hier den die Barriere so ein bisschen smarter hinzukriegen. So dass das ganz gut passt. So. Würde das dorthin kommen? Null Fans. Zack. 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 Und dann können wir genauso gut hier abrunden. Dicht dran auf jeden Fall. Und dann so. Das müsste das Gehege sein. Und natürlich eine Tür hier. Für unsere Orangutans. Guck mal, da hast du hier halt die Möglichkeit, so ein bisschen zu gucken wenigstens. Null Fans. Das ist auch Null Fans hier. Geht das nicht? Jetzt geht das. Ja, ich meine von mir aus. Wenn das Spiel das so will, dann muss das so sein. Wie groß ist das hier? Okay, 1700. Das müsste, glaube ich, passen. Hier ist natürlich jetzt nicht so mega viel Platz, um reinzugucken. Das war ja so ein Hinterhof hier. wie mache ich das jetzt am smartesten? Da haben wir Glas gemacht. Hier möchte ich jetzt ungern Glas reinmachen. Für unsere Orangutans. Wie machen wir das jetzt am klügsten? Muss ich mal kurz überlegen. Indessen baue ich hier mal ein, zwei Dinger hier. Bänke. Hier vorne würde ich dann halt so eine Art Plaza machen. Es wurde dann gesagt, dass das vielleicht gar nicht mal so doof wäre. Und das hier ist vielleicht auch gar nicht so doof. Dass man mal so guckt. Da können die auf jeden Fall rausklettern. Dann lass mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Erde reingemalt kriegen. Dass das Ganze
dass das ganze hohe Gras wegkommt. Erde und ein bisschen Sand würde ich auf jeden Fall hier reinmachen. Passt auf jeden Fall am besten zu so einem Gehege. Und hier draußen halt auch noch ein bisschen. Eventuell sogar ein paar Felsen hier in die Ecke. Und dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Gras kurz. Hier hinten können wir ein bisschen langes Gras hinmachen. Ganz genau so irgendwie. Ja, das passt. Das ist okay so. Oh mein Gott, wie das ruckelt, wenn das nicht auf Pause ist. Viele von euch haben auch gesagt, dass es halt dann an den ganzen Teilen liegt, an den Pieces. Und da, das sehe ich ganz ähnlich. Das ist halt ein bisschen blöd. Das Gute an dem Spiel ist, dass wenn du irgendwo rangezoomt bist, wo es vorher lief, dann läuft das jetzt halt immer noch. Mal gucken, mal hier die ganzen Sachen, die ich hier gebaut habe, die ganzen Gebäude. Das hat schon, es ist schon so ein durchgehender Stil irgendwie hier, besonders der Eingang. Vom Park zu Logico, der war hier. Das freut mich tatsächlich auch. Das Einzige, was ich ungut finde, ist halt die Mandrillscheune. Die würde ich gerne so anpassen in dem Stil hier. Sodass das Affeneck quasi hier so ein bisschen moderner daherkommt. Aber hier wäre auf jeden Fall Platz für Orang-Utans. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass das hier auch passt. Dass die Besucher auch gucken können. Weil so wie das jetzt aktuell ist, ist es ja eher so ein bisschen mehr, ne? So. Übernehmen. Die Frage wäre halt, kann ich hier nicht... Die mögen ja kein Wasser, Orang-Utans. Kann ich hier nicht eine Barriere quasi aus Sträuchern auf der anderen Seite machen und hier vorne mache ich dann Wasser hin? Das müsste doch eigentlich gehen. Wenn hier null Fans ist. Und dann kommt hier erstmal richtig geil Wasser rein. Kommt da erstmal keiner durch. Vielleicht gar nicht so schlecht. Zählt das noch mit hier in der Wasserreinigung? Das wäre natürlich pornös. Nice. Sehr gut. Hier kommt auf jeden Fall keiner durch. Gefühlt kommt hier halt auch keiner durch. Ach, kann ich nicht machen, weil das Wasser ist. Okay. Weg. Du natürlich auch. Und dann das Wasser nochmal rein hier. Ist hier auch Wasser in der Hütte drin? Nö. Das geht eigentlich. Sehr gut. Und dann würde ich hier hinten halt so ein bisschen Bambus hinmachen. Kontinent, asiatisch und Biom müsste dann Tropen sein. Wenn du dann hier schon ein bisschen sehr viel Bambus hinstellst, dann sieht man das eigentlich auch gar nicht. Und das ist vielleicht auch ganz genau das, was ich brauche. Als Bambus-Ding. Guck mal, dann haben die hier hinten so einen Abschluss quasi. Das ist doch smart, oder? Das geht auch voll klar. Ich find's gut. Hier können wir nochmal einen Strauch reinstellen. Sehr gut. Das ist eine alternative Ecke quasi. Und hier muss ich überlegen, ob ich das so machen soll. Oder nicht. Oder wie oder was oder wo. Eigentlich ist es auch ganz cool, so ein Hintereck quasi zu haben hier. Oder wir machen halt das ganze Gehege hier hinten noch so mit. Dann können die Leute sehr lange gucken. Aber überleg mal, wie machst du das normalerweise bei Orang-Utans? Wie guckst du da normalerweise? Da guckst du dann normalerweise durch Glas. So, vielleicht ist es dann doch das Beste hier,
Glasscheiben zu haben, wo die Leute hier reingucken können. Die sehen halt nicht so mega viel, ne? Wenn dann hier Bäume sind und Sträucher und sowas, dann siehst du halt nichts. Naja, das wäre halt deutlich einfacher, wenn ich jetzt hier... sowas machen könnte. Warte mal. Gehen wir direkt auf die... Barrikaden ein hier. Muss ich halt gucken, wie weit ich an den Weg komme. Wie krass ich das hier abgegrenzt kriege. Und dann wäre halt die Überlegung, hier einfach Unterwasser reinzumachen. Kommt da auf jeden Fall keiner hin. Und du kannst halt hier schön entspannt reingucken. Vielleicht gar nicht so mega schlecht. Ah, das geht nicht, weil das Wasser ist. So nervig manchmal. Und dann natürlich Kletterschutz auf die eine Seite. Wenn ich das hier auch noch mache. Kletterschutz rechts. Kommen die auf jeden Fall nicht raus. Ist schon sehr, sehr länglich, das Gehege hier. Aber das macht ja eigentlich auch nichts. Kann man ja so haben, ne? Hier müssen wir natürlich noch ein bisschen in die Materie gehen. So. Dann machen wir hier quasi so eine kleine Hecke hin oder so. Das sieht doch vielleicht gar nicht so blöd aus. Wie ich erst dachte. Dann kannst du hier auf jeden Fall besser gucken bei den Orang-Utans. Denke ich mir. Das ist nur so eine Überlegung von mir. Übernehmen. Wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen abflache hier so zwischendurch. Ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Guck mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist jetzt nicht das größte Orang-Utan-Gehege der Welt. Aber es ist schon, hat schon so seine, es hat so seine Momente, würde ich sagen. Ihr lasst den Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge zu Planet Zoo. Bis dahin, haut das mal rein, Leute. Tschüss.